Dann versucht sie, Kontakt mit dem Cockpit aufzunehmen. Ohne Erfolg. Fünfzehn Minuten nach dem Herausfallen der Masken geht der Sauerstoff zur Neige und langsam werden alle ohnmächtig. Gleichzeitig müssen sich Andreas Prodomo und seine Freundin mit Sauerstoff aus einer Flasche versorgt haben. Sie schauen nach, was los ist. Sie finden alle Passagiere und Kollegen bewusstlos. Dann werden sie mit einer fast unbezwingbaren Barriere konfrontiert. Seit den Terroranschlägen vom 11. September sind alle Cockpits mit verstärkten Türen ausgestattet. Sie können nur mit einem Zahlencode geöffnet werden. Ich weiß nicht, ob er den Code kannte. Wenn Chaos und Panik herrschen, vergisst man sowas leicht. Noch immer auf Autopilot zieht Flug 522 seine voreingestellten Schleifen über Athen. Die beiden F-16 werden der Maschine nachgeschickt. Als die Kampfjets näher kommen, gelangen die beiden Flugbegleiter endlich in das Cockpit. Wie sie das geschafft haben, wird immer ein Geheimnis bleiben. Die F-16-Piloten sehen, wie Andreas Prodomo versucht, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen. Er schaltet den Autopiloten etwa 15 Minuten vor dem Absturz aus. Dann fällt das erste Triebwerk aus. Er sagte immer, dass Flugzeuge nicht einfach so vom Himmel fallen. Wenn die Piloten einen kühlen Kopf bewahren, wird niemand verletzt. Auch wenn die Motoren ausfallen, kann es noch gelandet werden. Aber die Zeit läuft ab für Helios 522. Der Treibstoff geht aus und auch das zweite Triebwerk fällt aus. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ich versuchte, Andreas anzurufen. Er antwortete nicht. Natürlich. Ich bin sein Vater. Ich fühlte, dass etwas war. Das Rätsel um die letzten Sekunden von Flug 522 ist nun gelöst. Heute bei D-Max Report. Der tragische Flugzeugabsturz der Helios-Maschine im Jahr 2005 hat die ganze Welt erschüttert. Es war unvorstellbar. Überall Rauch und Feuer. Es roch nach Tod. Trifft die Pilotenschuld an dem tragischen Unfall? Der Sicherheitsexperte O'Neill geht dieser Frage nach. Piloten überprüfen die Druckkontrolle vor dem Start. Warum haben die Piloten nicht schon am Boden bemerkt, dass etwas nicht stimmte? Wenn Helios 522 ein Problem mit der Stabilisierung des Kabinendrucks hatte, warum hatten das die Piloten nicht während ihrer vielen Kontrollen vor dem Start bemerkt? Das führt O'Neill zu einer beunruhigenden Frage. Es handelt sich um eine Boeing 737, ein Flugzeugtyp, der für fast jede Airline der Welt fliegt. Könnte dieses Flugzeug einen katastrophalen Konstruktionsfehler aufweisen? Um diese Frage zu beantworten, untersucht O'Neill frühere Vorfälle mit plötzlichen Druckabfällen bei der Boeing 737. Und er macht eine alarmierende Entdeckung. 2003 gab es schon mal so einen Vorfall. Damals fiel bei einer Boeing 737 die Druckkontrolle aus. Es schien nichts mehr zu funktionieren. Die Maschine flog im Mai 2003 zwischen Marseille und London Gatwick, als in 10.000 Meter Höhe der Druck plötzlich abfiel. Der Fehler wurde rechtzeitig von den Piloten entdeckt und das Flugzeug konnte sicher gelandet werden. Es stellte sich heraus, dass der Druckverlust durch ein durchgebranntes Kabel ausgelöst worden war.
Dieses Kabel verbindet den Schalter für die Kabinendruckregelung im Cockpit über einen Computer mit dem entsprechenden Auslassventil. Ist das Ventil offen, sinkt der Luftdruck im Flugzeug. Die Ermittler stellten später fest, dass das Kabel und das Ersatzkabel im gleichen Kabelbaum verliefen. In anderen Worten, wenn das eine ausfällt, fällt das andere auch aus. Das entspricht nicht den Anforderungen an eine Sicherheitsplanung. Hilfssysteme sollten immer an anderen Orten als die Hauptsysteme verlaufen. Angestellte von Helios meldeten einen Brandgeruch in der Unglücksmaschine nur wenige Tage vor dem Absturz. Aber es scheint, dass das damals nicht weiterverfolgt wurde. Als O'Neill den Vorfall von 2003 weiter untersuchte, machte er noch eine schockierende Entdeckung. Obwohl im Flugzeug der Druck abfiel, meldeten die Instrumente im Cockpit keinen Fehler. Die Piloten wussten nicht, dass sie ein Problem hatten. Das würde erklären, warum die Piloten nichts bemerkt haben. Bei den Checks vor und während des Starts wäre nichts erkennbar gewesen. Am Boden ist alles in Ordnung. In der Luft, als die Alarmsignale losgehen, sieht immer noch alles normal aus. Und dann setzt die Hypoxie ein. Die Piloten litten unter Sauerstoffmangel und wurden zunehmend verwirrt über die widersprüchlichen Informationen ihrer Instrumente. Das könnte erklären, warum sie nicht rechtzeitig in den Sinkflug gingen, um eine sichere Höhe mit ausreichend Sauerstoff zu erreichen. Das Kabelproblem der Boeing 737 wurde im Bericht der Flugunfalluntersuchungsbehörde hervorgehoben. Sie empfahl Boeing, bei allen 737 die Kabel des Haupt- und des Ersatzsystems zu verstärken und zu trennen. Bis jetzt hat Boeing auf diese Sicherheitsempfehlung nicht reagiert. O'Neills Entdeckung enthüllt einen Konstruktionsfehler mit möglicherweise fatalen Folgen, der auch den Helios-Absturz erklären könnte. Und sie stellt auch die große Frage nach der Sicherheit aller Boeing 737, die heute fliegen. Weltweit startet alle 5 Sekunden eine Boeing 737. Über 4000 Maschinen sind im Einsatz. Flugunfälle sind selten. Aber wenn sie passieren, haben sie verheerende Folgen. Er war mein Schatz. Ein Teil von mir ist gegangen und das tut weh. Es ist sehr hart, wenn man nach Hause kommt und das Haus leer ist. Ich möchte nur Gerechtigkeit in Erinnerung derer, die wir verloren haben.